Wir haben nämlich heute uns einen Special Guest nochmal ins Studio geholt. Ja. Und wir hatten ihn ja letztes Mal schon da. Wir hatten ihn letztes Mal da, zufällig. Und konnte zwar er nicht Anna zeigen, was er kann. Dobler. Ja, ich habe es gelernt. Sie heißt nicht Anna Dobler. Letztes Mal, es tut mir auch nochmal schrecklich leid, ich sage es öffentlich. Sie heißt Anna Dobler. Genau, sie war jetzt letztes Mal in unserer ersten Sendung und dann hat sie ihren Freund auf die Bühne geholt. Und der kommt jetzt mal bitte hier vor. Der Andreas. Ja, nee, ich lache. Servus. Hallo. Hallo, setz dich hier. So. Ja. Du warst ja bei Wetten, dass. Genau. Genau, und ihr fragt euch jetzt, Mensch, warum hat er jetzt keinen Anzug an oder so, wie wir, oder Hemd? Weil wir haben gesagt, hey, pass auf, du kommst einfach in die nächste Sendung und zeigst uns das, was du da gemacht hast. Was hast du gemacht? Kannst du das nochmal ganz kurz beschreiben? Wir? Ja, ich habe gewettet, ja, dass ich unter einem Tisch durchklettern kann, ohne den Boden zu berühren. Und das Ganze eben 10-mal in 2 Minuten. Genau. Jetzt fragt ihr euch natürlich, welcher Tisch? Der wird es sicherlich nicht sein. Aber da man beim Fernsehen zaubern kann... Wollen wir es so machen, dass wir schnipsen und in diesem Moment steht der Tisch schon da. Genau, richtig. Also und? Und da ist halt der Tisch. Genau, da ist der Tisch. Tisch. Hast du Lust? Tisch. Oder Ü. Tisch. Tisch mit Ü. Der Tisch. In Österreich Tisch. Habe ich Tisch gesagt? Nee. Sie hat Tisch gesagt. Tisch. Tisch. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Sprecher, meine Sprecherin. Logopäde. ja, also, da steht der Tisch. Ja. Ja, ich bin Sachse. Und? Habt ihr was dagegen? Jetzt habe ich dich einmal deswegen nicht verarscht. Und jetzt dem soll ich jetzt klettern. Auf dem sollst du jetzt klettern, genau. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Kannst du es vielleicht ganz kurz erklären, bevor wir es sehen? Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, über so einen Tisch durchzuklettern? Also prinzipiell liegt man einfach oben drauf, ja, am Bauch. Dann geht man auf irgendeiner Seite runter. Es kann auch die Breitseite sein, aber im Regelfall ist die Längsseite. Geht runter, dann klettert man unten durch und auf der anderen Seite wieder hoch. Und das hat dann im Kreis... So oft wie es geht. Okay, und wie kommt man auf so eine Idee? Ja, prinzipiell habe ich früher die Thomas Gottschalk-Frage, weißt du? Sehr viel Klettern gemacht. Ja. Wie bist du denn auf so eine Idee gekommen? Und unter Kletterern ist es doch üblich, auch am Tisch zu klettern. Und irgendwann, wie ich noch sehr klein war, habe ich mir ein Bild gesehen, wo einer unter dem Tisch gehängt ist. Und daraufhin habe ich es dann immer wieder gemacht. Ich will es sehen! Ja, ich auch. Ja? Gesagt. Wir stoppen die Zeit. Hast du eine Uhr? Sehr gut. Eine Minute geht man dir. Wie viel schaffst du in einer Minute? Also auf dem Tisch, der was nicht wirklich optimal zu sein scheint. Wir haben uns informiert, das ist ein olympiataglicher Tisch. Ja. Den haben wir. Also ich glaube, er ist nicht regelkonform. Also, wie viel schaffst du in einer Minute? 4 bis 5, schätze ich. Okay. Dann schaffst du, ne, mal schauen, ob du 6 schaffst. Okay. Das ist dann die Unpredictable Full HD, der Rekord dafür. Okay. Gut, soll ich mit vorkommen? Ich würde mir das nämlich da von unten gerne anschauen. Und ich mache die, wie nennt man das, den Notar oder so, genau, der das beglaubigt kann? Also gute Zeitansage, das ist sowas, okay, 10 Sekunden, 20 Sekunden. Ah, ja, das kann ich gerade noch so. In welcher Seite, sorry? So? Genau. Wie du möchtest. Aber mach hier bitte nichts kaputt. Vor allem nicht den schönen Tisch. Ich würde sagen, wir zählen alle. Das ist eine Runde. Das ist eine ganze Runde. Genau, also runter und wieder. Genau, und sobald du dann wieder gibst, zählen wir 1. Ja, und dann geht's weiter. Und ich zähle die Sekunden. Schreibe dazwischen. Du sagst, auf 10. Du sagst zwischendurch. Ja, genau. Oder auch 5 Sekunden? Oder nein, 5 ist es. Okay. Zu viel, okay. Sehr gut. Okay, du sagst, wenn es losgeht, ja? Du sagst uns, wollen wir sagen, top die Wette geht. Da fällt uns noch was Eigenes ein. Nein, wir sagen, top der Wette. Auf die Plätze, fertig, und los! Eins! 10 Sekunden! 2! 20! 3!
30, Halbzeit. Auf geht's. 4. Kann heute leider nichts mehr mit ihrem Freund anfangen, so, nach der Aktion wahrscheinlich. War es anstrengend? Ja, doch, ich habe schon einige Zeit nicht mehr gemacht. Wie hast du dich vorbereitet auf diese Aktion? Ich war erst so kurz vorher eingeladen. Also, okay. Ja, super. Nochmal großartig. Ja.